willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15. Auf der Agendorf 2.2 mit Füsi und Randy. Hallo. Hallo. So. Und da ist er doch. Freitag. Blub. Pure Stimmung. Freitag! Juhu! 20 Uhr Livestream bei Tino. 20 Uhr Livestream. Ich glaube, wir werden heute Abend in, ich weiß noch nicht so richtig. Ich hab's vermisst, ohne Witz. Was hast du da vermisst? Nix. Sag mal. Ach, meine Begegnung mit Randy. Deine Begegnung mit Randy? Ja, wenn wir uns hier treffen mit unseren Traktoren. Hätte es wieder sein müssen, wie der gefahren ist, hat mir der kompletten Wege abgeschnitten, da wundert er sich, aber egal. Da, da. Ach, ja, heute Abend, Tino, du warst noch mal sehen, wir haben dich unterbrochen. Ja, Survival heute Abend, wahrscheinlich, ne? Evendudel. Evendudel. Evendudel, ein richtig nice Survival-Game, schauen wir mal. Kann man bauen. Bauen, kämpfen. Wir stranden Autofahren. Heute Abend wahrscheinlich auf einem Alien-Planeten. Spielst du danach auch noch ATS? Ey, die Frage kam gestern nicht. Stimmt. Letzte Woche Freitag. Ja. Aber auch ganz witzig. Also Subnautica, muss ich sagen, ist schwerer als gedacht, ne? Hat voll Bock. Finde ich auch gut. Dann nochmal Danke an den lieben Randy. Mhm. Warte mal auf deine Arschkriecherei, ey, du Lutscher. Da muss man sich bedanken, sowas ist nicht selbstverständlich. Hin und Blasen ein. Halt ich bei Tino eigentlich auch immer so, aber dann krieg ich halt auch voll geschnauzt. Na, hab ich mir gedacht, Was kriegst du immer voll geschnauzt? Ja, das, was Friesi gerade gesagt hat. Wenn man sich, dass man sich bedankt? Ja. Ja, man. Das muss man schon machen. Bedanken muss man sich ja. Aber es reicht ja, wenn man sich einmal oder zweimal bedankt und nicht 200 Mal. Das wurde schon so oft, hast du die ganze Zeit an Eiern rumspielen, Alter. Danke. Was denn? Ich weiß doch nicht, warum du den Boden gruberst, Alter, aber fahr zu! Ich wollte den Schlamm hier wegmachen. Ach, du bist so ein... Alter, lass den Schlamm nochmal runter! Der Gruber, der hier, ohne Scheiß! Blockiert den ganzen Drecksweg! Hau ab jetzt! Ja, hör doch auf. Ey, vor allen Dingen, ey, wenn ich das schon wieder höre, Alter. Junge, hast du nichts zu tun, ey? Ach, Alter, was machst denn du? Oh. Kannst du den mal schellen, bitte? Wenn der nichts zu tun hat hier, ey, ohne Mist, Alter. Ich wollte doch nur mal testen, ob das geht. Junge, wir haben hier Hochstress und der fängt ja an und grubert hier sinnlos die Feldwege, ey. Der Schlamm nervt. Meine Fresse, ey. Ja, was soll ich denn tun? Ich habe alles fertig. Ich wollte jetzt eigentlich 1 und 2 anfangen abzuernten, aber wenn du was anderes hast, sag Bescheid. Warte. Mir mittel ärgert mich gerade. Ach du Scheiße. War ganz blöd. So eine Palette versuchen irgendwie hier rauszukriegen. Ja, was können wir machen aktuell? Frage. Kannst du nicht sagen. Dann ernte ich. Was machen wir mit der restlichen Kohle? Also ich kaufe jetzt dann gleich noch einen Schubmaster und dann? Sparen? Nee. Noch eine Idee, was wir brauchen. Einen neuen Traktor? Nee. Ab ins Minus! Kühe. Und deine Kühe, ey. Was denn? Wenn wir Obstpaletten jetzt produzieren wollen, also Lebensmittel Obst produzieren wollen, dann müssen wir auch genug Milch nachschieben. Fakt ist, mit 10 Kühen machen wir das nicht. Problem ist, dass eine Kuh 2.500 kostet, ne?
Jupp. Hm. Ja, aber nochmal 10, nochmal ein paar Kühe gehen schon, würde ich sagen. 20 Kühe vielleicht nochmal. 50.000. Den Rest sparen. Ja. Haben wir noch 60 auf dem Konto mit dem Schubmaster. Trinkt während den Aufnahmen echt zu viel Kaffee, ne? Mhm. Und der dritte jetzt. Das ist ja nur noch sinnlos schütten. Nö. Ich trinke ja gerne Kaffee. Ah, ja. Du trinkst gar keinen Kaffee, oder? Nö. Also wenn es mal sein muss. Und ja, solche Situationen gibt's. Welche? Bis bei den Eltern, die bieten dir einen Kaffee an, sagst du nicht, ne? Boah. Tja, die Erziehung will ich sagen. Bitte? Ja, was denn? Kaffee ist schon gut. Kein Kaffee, ey. Stellt sich die Mutti extra hin, weißt du, drückt da auf den Knopf und das Ganze zischt und jetzt hab ich irgendeine Taste gedrückt, die nicht gedrückt werden sollte. Und du sagst dann nein, ich nehm keinen Kaffee. Ja, also ja gut, Mutti. Wenn man nicht will, will man nicht, ne? Müsst man machen, ne? Reinschütten. Festhalten und reinschütten. Das sagt ein Kumpel von mir immer über Mixgetränke. Wenn's nicht schmeckt, schneller trinken. Der macht das halt wirklich, also der setzt seine Philosophie wirklich so um, ne? Hm. Heute echt nicht, wird's halt reingeschüttet. Wohin gehst du? Okay, hast du meine Nachricht gelesen? Boah, das ist deine alte Physik geil. Ja. lass mal geiern, ey. Kommen die eigentlich auch mit auf die GC? Nee. Warum? Ich bin alleine da. Ja, achso, mit den Kiddies, ne? Ja. Mitbringen. Ja. Unter 6 Jahre kommt die kostenlos. Also hier Trouble Townies, die kennen die Chin alle. Boah. Vielleicht nächstes Jahr. Die Chin. Wenn sie dann noch mit dir zusammen ist. Wenn sie dann noch mit mir zusammen ist. Weiß man ja nie. Das weiß man nicht. Tja, das Jahr war lustig. Chin kann manchmal auch etwas emotionslos sein. Schlimmer wie ich. Ich erinnere mich noch an der GC, wir waren hinten in diesem komischen Brauhaus, ne, und sind dann ja vorgegangen, wo dann auch diese Bulli dessen da waren. Und Jean hat ja mit dem Auto in der Nähe gekurft. Und das war ja dann die Situation, weil gibt's scheinbar nur im Westen, dass man eine Straße baut und einen Fußgängerweg. Und wenn du vom Fußgängerweg runter gehst du erstmal noch in eine Vertiefung rein, wo der Radweg ist, und dann kommt noch wieder eine leichte Erhöhung, bevor die Straße losgeht. So, stell dir mal vor, zarte 110 Kilo gehen runter und wissen das nicht. Gehen in die Vertiefung rein, gehen auf die Straße und fliegen dann voller Kant auf die Schnauze und dich legt erstmal auf der kompletten Straße hin. Du bald jetzt? Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt? Nee. 110? Also Klicky, na Klicky hat's also gesehen. Also wenn ich das mitgekriegt hätte, Alter, hätte ich mich voll gepisst vor Lachen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also da war noch so ein Radweg, der war halt nochmal extra erhöht, so auf Deutsch. Was jetzt, ne, und ich weiß das halt nicht. Und zack, legst mich halt voll auf die Fresse. So, Jean kommt mit dem Auto, ich echt. Und Jean kommt halt mit dem Auto, er echt eichen. Weißt du, so voll in Stress und oder schlecht gelaunt oder keine Ahnung, genervt. Boah, Digga, schreck ein jetzt. Putz dich ab vorher. Und hab schon dann auch im Auto gesagt, ich sag, ein bisschen mehr Mitgefühl hätte ich da jetzt auch erwartet. Was ist denn passiert? Ich sage, guck dir einfach mal das Knie an. Da war ja auch so, ne, ein bisschen alles aufgeschürft, so auf Deutsch übersetzt. Das tut mir aber leid, Unge. Ich bin nicht Unge. Bist du hingefallen mit deinem Longboard? Und ja, hat die auch nicht mitgekriegt. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie Klick war dahin, der die Situation gerafft hat. Ja. Ja, das ist komische Straßenführung in Köln. Hat sie den Dicken volles Rohr aufgebrüsselt? Ey, hätte ich das gewusst, Alter. Warum sagt mir das keiner? Warum filmt sowas immer niemand? Weil du schon ganz weit vorweg warst mit den anderen Besoffenen. Wir waren halt hinten. Ach, jetzt weiß ich. Ach, ja, ich na, da, wo die Bullen waren wegen Kapuze. Kann das sein? Was? War mit Dalu in der nächsten Bar, kann das sein? Ja, da wo dann auch die Bullen kamen. Wo die Kapuze mitgenommen haben. Also mitnehmen wollten. Aber nicht.
Die wollten Kapuze nicht mitnehmen. Die Kapuze, das Krasse war, die haben wirklich jemand gesucht. Ne? Und Kapuze sah dem tatsächlich etwas ähnlich. Und dann haben sie einfach nur die Personalien von ihm kontrolliert und das war's, ey. Jetzt machst du dich dran. Muss ja mal so, ey, sowas da verrät man gar nicht eigentlich, Alter. Ey, ohne Scheiß. Es sind voll die internen Sachen hier, ey, was da ja, ausgelaut hat. Voll intern standen das nach der Pressemitteilung. Polizeibericht, verdächtige Person nicht gefunden, haben aber ihn kontrolliert. Nee, nee, nee. Bei dem Videotitel muss Randy plaudert internes aus, dass es gar nicht auf mich zurückkommt. Machst aber mit diesem Clickbaiting-Titel noch mehr Aufmerksamkeit darauf. Lohnt sich. Lohnt. Nicht angucken das Video, nicht angucken. Ja, kriegt einen Klick. Hier gibt's interne Infos, bitte nicht anschauen. Ich weiß nicht, warum ich es hochgeladen habe, aber aus irgendeinem Grund ist es einfach freigeschaltet worden. Bitte schaut das Video auf keinen Fall an. Das war geil. Aber. Du kannst ja wirklich Clickbaiting-Titel machen, Alter. Ohne Witz. Ich? Ja. Kann das gut, ne? Du hast da drauf. Ja, ich weiß. So. Was ist das, der LS-Spieler? Ich hab 3 Tage gebot, das zu schicken. Ein Tag, keine Ahnung. Wann habe ich so eine Konfi geschrieben? Ich glaube einen Tag danach oder so. Ich guck mir alle her, was war. Du lachst auch über jeden Scheiß, oder? Ja, Junge. Und ich bin ein humorvoller Mensch. Baco. Du meinst den Bolos? Bolos. Ja, stimmt, ja. Freezy, das wollte ich ja noch. Kackmist, das wollte ich ja noch petzen, Freezy. Ja, da hat sich Tino nämlich ganz hart beleidigt. Ganz kurz noch, ist die Molke jetzt hier oben schon eingetroffen? Nee, hab ich selber gesagt. Das war mir fast klar. Ist alles da, war aber nicht viel. Was hat er? Ja, 4000 Liter oder so. Ja. Ja, hat über, ne, also. Böses über dich gesagt. Das ist mir klar. Alter, wie lange die Milch hier, diese Homo. Siehst du? Ablenkung, das ist die erste Phase. Gut, ja, ja. Phase 1. Immer Ablenkung. Nett und freundlich so in der Konfi und so. Und war während der Konfi nett. Hast du Tat echt hier oben rein? Ja. Es war wirklich nur 4000 Barter Quetschte. Was hat er denn gesagt? Ach, wegen unserem Humor. Hä? Kann ich gar nicht nachvollziehen, aber. Hm. Du hast mal irgendwas zu mir gesagt wegen Humor. Du hast keinen Humor. Nee, war Blödsinn. Ich hab vielleicht mal was gesagt, dass ihr über jede Scheiße lacht, ihr Kackhaufen. Ja, das ist doch wichtig. So, du musst doch über jede Scheiße lachen können. Doch, nee. Also über jeden Scheiß musst du lachen. Warte, doch. 1, 2. Solange es im Kontext ist. Habe ich jetzt die ganze Folge nicht mehr. Das ist auch wieder schlecht. Scharf gekauft. Fuck. Warum? Wie bitte? So, 30 Warum? Kühe. Warum ist das schlecht? Ja, du musst also Mittelding. Wisst ihr, Mittelding ist scheiße. Also entweder voll so oder voll so. War ich voll. Oder halt von jedem das voll. Das meine ich mit, es gibt Menschen, die kennen nur rechts oder links, schwarz oder weiß. Ne? Genau das meine ich damit. Das ist eine scheiß Einstellung. Nein. Doch. Guck, hier steht eindeutig FSM Schubmaster Strapler. Du bist ein Quatsch, komm. Deine Mutter! Scheiße. Das 50 Sekunden bevor die Folge endet, oder? Oh, was? Deine Mutter? Ja, nee, ich wollte ja nicht mehr lachen. Du hörst dich aber alles hier. Ah, Junge, hol mal die Eier wieder aus dem Wandschrank, ey. Da war von so einem Milchbubi. Handtuch früh rasiert. Zack, ins Gesicht gepeitscht, das Handtuch, da fliegen die Pflaumen davon. Junge. All glatt die Fratze wieder. Das nur, hä? Ja. Das siehst du? Du lachst wirklich über jeden Scheiß. Ach, ins Maul. So
war der beste Beweis jetzt. Du lachst über jede Scheiße. Und? Und nichts. Na gut, aber meine lieben Freunde, jetzt ist Schluss mit lustig, denn der Part ist zu Ende. Freitag heute Abend 20 Uhr tot. Livestream. Halt's Maul. Freitag heute Abend 20 Uhr Livestream mit Freezy zusammen und mal gucken, brennt die halt auch. Weiß nicht, ach, ich halte mich da fern. Also. Auf jeden Fall. Nein, heute Abend wieder Livestream 20 Uhr, schaut vorbei. Lasst das Däumchen hier da, ne? Wisst ihr Bescheid? Schaut bei den anderen zwei vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen. Balam, 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 balam,